Oh mein Gott, Freunde, ich habe für 10.000 Euro eine Apple und eine Samsung Mystery Box bestellt. Und wir werden schauen, welche Box ist wertvoller. Boah, oh. Das, oha. Das ist richtig schwer hier. 3, 2, 1, go! Boah. Junge, was? Nein, das ist ein iPhone. Ich habe ein iPhone. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, Alter, heute gibt es ein geisteskrankes Special-Video. Mein allerteuerstes Mystery-Box-Video jemals mit iCrimex. Was geht, Alter? Was geht ab, Leute? Also, große Ehre, dass ich hier dabei sein darf bei dem Special heute. Ja, ja, für mich natürlich auch. Ich merke auch schon, du hast dich hier hinter die Apple-Mystery-Box gesetzt. Ja, also wenn das für dich kein Problem ist, würde ich gerne die Apple-Box öffnen. Ey, ist gar kein Problem. Schau mal, wie groß meine Samsung-Mystery-Box ist. Die ist gefühlt doppelt so groß wie deine. Das stimmt, ja. Vielleicht ist das auch die... Aber Apple, glaube ich, auch ein bisschen teurer, die Produkte. Ja, ne? Stimmt. Also, wir wissen nicht genau, Leute. Wie gesagt, jede Box hat jeweils 5.000 Euro gekostet, also es ist komplett krank. Lass mal unbedingt ein Like da und kostenlos Abo. Dafür wirklich würde mich sehr, sehr freuen. Check natürlich auch Max ab in der Beschreibung. Weißt du was? Ich glaube, damit können wir übelst die Kommentare pushen. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr Apple oder Samsung? Ich glaube, das ist sehr gespalten, die Community. Was ist bei dir eher? Apple? Ey, Bro, ich bin voll Apple. Also voll, bis jetzt auf halt Computer, so um Videos zu machen. Aber ich habe auch ein MacBook. Ich habe sogar zwei MacBooks. Oh, okay, krass. iPhone, iPad. Ich bin voll Apple-Fan. Okay, krass. Ich muss sagen, damals, als ich noch jünger war, hatte ich immer Samsung-Produkte. Und dann hat sich das irgendwann so mit YouTube so gewandelt, auch ein bisschen zu Apple. Aber ich feiere die Samsung-Produkte auch, also... Auf jeden Fall, keine schlechte Marke. Fall. Du kannst gerne anfangen und auspacken. Okay. Ey, die Box, so Gold, sieht auf jeden Fall heftig aus, ne? Aber du hast jetzt einfach 10.000 Euro für Mystery Box ausgegeben. Also Leute, dafür einfach mal jetzt alle liken und abonnieren. Das, muss man supporten. Junge, ich mach das hier mal auf. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen hier. Darf ich ja auch behalten, die Sachen. Ja, normal. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, okay. Das sieht schon sehr, sehr dick aus. Gib dir mal die Schere. Ja, meine Box ist ja um einiges größer. Ich frage mich, warum. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und, oh Junge. Okay, warte mal. Leute, ich muss halt immer das zuklappen, weil diese Klappe ist ja einfach zu groß. Okay, ich würde sagen, die erste Sache, ich habe schon mal was. Okay, wir holen das erste raus. 3, 2, 1, go! Let's go! Huh? Was hast du denn? Alter! Galaxy Watch 5 Pro. Alter, Galaxy Watch 5 Pro ist das quasi die Apple Watch von Samsung so ein bisschen, denke ich mal. Krass. Und ich habe eine originale iPhone 14 Hülle. Ah, lol. Mit diesem MagSafe-Ding. Und das ist einfach genau die, die ich auch habe. Ach, lol, du hast die sogar. Ja, beste. Leute, beste, feier ich. Also Leute, ich würde sagen, wir schauen mal uns kurz die Uhr an und dann bewerten wir, ob die krasser ist oder die Apple Watch. Ne? So. Da steht auch 45 mm auf jeden Fall seitlich drauf. Hast du denn eine Apple Watch? Ich habe tatsächlich keine, aber meinem Vater habe ich mal eine geschenkt. Ah, okay. Oh, okay. Die ist so ein bisschen runder als so eine Apple Watch auf jeden Fall hier. Ah, ist gar nicht mal so groß, ne? So sieht die da ungefähr aus am Handgelenk. Ist okay. Fühlt sich eigentlich ganz wertig an auf jeden Fall. Ich sag ehrlich, vom Design her feiere ich die Apple Watch mehr. Okay, Max, bist du bereit? Die nächste Sache. Ich bin bereit. Okay. Ich würde sagen... 3, 2, 1 und let's go! Was? Oh mein Gott, Junge! iPad Pro, Leute! Alter, ein iPad Pro! Was? Ich hab ein Galaxy A14. Okay. Alter, Junge. Ein iPad Pro? Junge, 1049 Euro! Listenpreis! Alter! Krass, ein Tausender einfach. Das ist krank. Das ist wirklich strong, ey, das muss ich aber auspacken. Ja, komm, warte. Okay, Max, Alter, dann. Leute, einfach ein iPad auspacken. Junge, das ist ja absolut krank, Mann. Warte. Das ist hier auf jeden Fall gut gesichert. Und? Boah, Junge! Bro! Alter, zeig mal die Farbe so. Welche Farbe ist das? Oha, Junge! Crazy. Ey, dieses Space-Grau feier ich am meisten. Sehr, sehr crazy. Man sieht auch, dass es so ein neueres iPad ist, weil das so eckig hier ist. So. Stimmt. Ich hatte noch so ein iPad, was noch so rund hinten ist. Ja, ich glaube, das ist das Neueste sogar, das hier, ne? Oh, das hat gar nicht mehr so einen Knopf hier. Ja. Lol, Alter. Sehr, sehr heftig. Einfach ein neues iPad. Packe ich mal meins noch schnell aus. Ich glaube aber, das ist nicht krass, das Samsung-Handy, Leute. Also ich glaube, das ist das Günstigste, was es gibt von Samsung sogar. Also mich würde das jetzt echt mal interessieren, also schreibt das mal in die Kommentare, Leute. Was ist denn gerade so das aktuellste Samsung-Galaxy? Mhm. Oh, ey, das ist gerade angegangen. Wow, was? Hä? Einfach angegangen. Okay, ich würde sagen, und, oh, okay. Hier ist das also, das Handy. Ah, krass. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Ihr seht das mal eingeblendet jetzt. Ob das irgendwie teuer ist oder nicht.
Du hast ein China-Produkt gekauft. Nee, kein China-Produkt, Leute, alles original. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Wird bestimmt eh gut sein, das Handy. Machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Okay, bist du bereit, Max? Ich bin bereit. 3, 2, 1 und... Let's go! Oh! Galaxy Buds. Das sind quasi so die AirPods von Samsung. Ja, stimmt. Ich habe einen AirTag. Oh, lol, das ist praktisch. Aber Leute, AirTag, überwichtig. Habe ich echt immer bei mir, Laptop-Tasche, alle Koffer, immer dabei. True. Sehr, sehr nice, wenn man immer sein Gepäck tracken kann. Also das ganz, ganz wichtig. Vor allem auch nice, dass man jetzt den Koffer machen kann. Ja. So. Falls man einen Koffer mal verliert im Urlaub oder so, ne? Genau. Falls das mal geklaut wird. Ich würde sagen... Pack mal aus, das Ding. Ja, die Galaxy Buds werden auch nochmal schnell ausgepackt. Dann können wir auch sagen, ob die krasser sind als AirPods oder nicht. Also ich habe AirPods habe ich selbst auch, die AirPods Pro. AirPods Pro? Oha, okay. Ey, das sieht aus wie so eine Kugel einfach. Digga, krass. Heftig, aber ich... Steck mal in dein Ohr rein. Okay, Leute. Bruder. Wie sieht das aus? Ich weiß nicht, sieht irgendwie weird aus. Sieht komisch aus, oder? Das Problem ist, man ist einfach diese AirPods gewohnt. So. Ja. Das sieht jetzt aus, als... Weiß nicht. Als hättest du so ein Hörgerät noch drin. Okay, dann let's go, es geht weiter. 3, 2, 1, let's go! Uff. Alter, jetzt hast du jetzt AirPods! Jetzt hab ich die AirPods! Junge, lol! Alter, was hast Mega du? Mega krass! Nein! Alhol! Nein, Junge, ey, Bro! Junge, wirklich! SmartTag! Junge! Einmal zum Vergleich, SmartTag? Ja. SmartTag und AirTag, ihr seht's mal hier. Krass! Was glaubst du, was ist besser? Also vom Design gefällt mir AirTag besser. Ja, von dem Design auf jeden Fall das AirTag cooler, so mit dem Silber und Weiß. Mhm. Okay, Max. AirPods Pro, Freunde. Ja. 300 Euro, Listenpreis. Alter. Also schon saftig, knaftig. Die sollte man nicht verlieren. Das stimmt. Wir gucken rein, Leute. Designed by Apple in California. Boah, Junge. Hier, full set, Leute. Krank. Ladekabel, alles. Hä? Seit wann haben... Was ist das denn? Ach, das ist so eine Schla... Das ist aber neu. Ah, lol. Ich glaube, das kenne ich auch noch nicht, ne? Also die AirPods Pro, die ich mal hatte, die sind auch kaputt gegangen. Ja. Die hatten das nicht hier an der Seite. Ich glaube, da kannst du eine Schlaufe durchmachen. Ach, krass. Oha. Sehr, sehr... Schön, guck mal hier, schon auch ein bisschen aufgeladen. Ey, die sehen ganz nice frisch aus. Keine benutzten AirPods, da ist noch kein Ohrenschmalz drin. Ja, genau. Ja, also alles am Start, Leute. Ey, ich bin ja heute hier wirklich voll ausgerüstet nach dem Video. Ey, danach kannst du auf jeden Fall im Apple Store arbeiten. Ja. Dann let's go, die nächste Sache. Und? Oh, okay, Freunde, was schnappen wir uns? Okay, ich hab was. Oh, okay, ich nehme auch was. Und? Let's go! Oh mein Gott! Was ist das denn? Alter, ein Galaxy-Book. Galaxy-Book? Bro, ich wusste einfach nicht, dass die das auch Galaxy-Book nennen. Die gehen schon so ein bisschen auf diese Apple-Richtung. Ja, so MacBook, Galaxy-Book. Ja, da wusste ich nicht. Und was hast du? Ich weiß nicht, was das ist. Battery Pack, also einen, nennt man das? Powerbank. Eine Powerbank ist das. Ach, lol, das ist eine Powerbank. Ich wusste gar nicht, dass es von Apple Powerbank gibt, Leute. Ey, aber voll praktisch. Wie viel kostet das? Sieht auch echt smart aus. 120 Euro. What? 120 Euro dafür? Weil ich rein von der Verpackung jetzt nicht ultra heftig, ne? Also es sieht halt so ein bisschen so kartonmäßig aus. Ist halt ein, ist halt eine normale Verpackung. Ist halt ein Laptop. Ja, safe. Da muss ich aber auch wirklich einfach sagen, Apple, was das Packaging angeht. Guck mal, wie clean das aussieht. Das sieht echt einfach krass clean aus. Ich habe das einfach nur hier, das war einfach nur hier so nochmal drin, reingeschoben, man schiebt das raus, man hat direkt sein Ding, ohne viel Müll, ohne viel Verpackung, einfach clean, weiß, fertig. So. True. Schauen wir mal, wie das Galaxy Book aussieht. Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht geil aus. Auch so schön aus. Ist das auch ein Edelstahlgehäuse oder Metallgehäuse oder so? Glaub, ja, so Alu-mäßig, ne? Ja, ja. Also sieht echt cool aus. Oha. Alter, oha! Tasten, auch wahrscheinlich beleuchtet. Ja, sieht stark, nice aus. Stark. Ey, was glaubst du, wie viel das kostet? 800-900 Euro, hätte ich jetzt geschätzt. Ja, könnt gut hinkommen, aber heftig, Alter. Also das ist bisher das teuerste, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Aus meiner Box. Leute, ich weiß nicht, ob man da Minecraft ruckelfrei drauf spielen kann, ich bin ehrlich. Aber, also zumindest ohne Shader. Boah, Bro! Alter, was? Wie nice das aussieht. Ach, das ist mit Wireless. Ja. Ach so? Warte mal, also Leute, Kabel? Man kann jetzt einfach hingehen. Ey, man kann das da einfach dranhängen, wenn man die Hülle hat. Guck mal. Und das zeigt jetzt hier an Laden. Oh mein Gott, das lädt das dann lädt währenddessen. Jetzt, Leute. Das lädt jetzt, Leute. Das heißt, man kann damit rumlaufen, telefonieren, arbeiten, Alter. Alles. Und das wird, ey, also wirklich Apple. Ja, also einfach. Krank. Leute, ihr könnt nicht so lange in den Kommentaren zuspammen. Ich bin einfach Apple-Fan. Ja, das finde ich jetzt schon cool. Ich bin einfach Apple-Fan. Ey, geil. Da kannst du so unterwegs zocken und dabei laden. Das lädt, wie smart. Sehr, sehr smart. Und das Ding kann man ja dann auch einfach wieder auf sein Wireless-Ding legen. Stimmt, das ist krass, ja. Alter, Lukas, ich küsse dein Herz. Ja, normal. Das benutze ich doch. So. Okay. Also, Leute,
Ich würde sagen, die nächste Sache. Okay. 3, 2, 1, let's go! Boah, das ist richtig schwer hier. Junge. Was hast du denn? Fold? Alter, warte, das ist dieses faltbare Handy. Fold? Alter. 350 Euro hat das Ding hier gekostet. Oha. Ein HomePod. Also zum Kacken? Nee. Ja, das ist ein Pod, Leute. Ey, warte, so. Das kenne ich, das Handy. Das ist dieses, kennst du das, wo du in der Mitte so falten kannst, ja, das Display? Ich glaube, Leute. Aber das ist auch heftige Technologie. Ja, ja, wir packen das gleich mal aus und das will ich mal in echt sehen. Aber ich glaube, dieses Handy, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das kostet fast 2000 Euro. Was? Ja, ich glaube. So teuer? Mhm. Das ist einfach teurer als ein iPhone. Starten wir mal auf jeden Fall mit dem faltbaren Handy, Leute. Hier schön die Siegel erstmal Unboxing. Durch. Unboxing. Oh mein Gott, ey, das ist immer bestes Gefühl. Alter. Ja, sieht gut aus. Lol. Dein Essen drauf essen. Warte mal, guck mal. Alter, mach's nicht kaputt. Junge. Oh, das ist schon krass. Das will ich jetzt kurz mal anschalten, das interessiert mich erst. Weil hier ist das Display, man kann es in der Mitte durchknicken. Ich hab das so im Internet gesehen und dachte mir so, ey, voll weird, ich würde mir sowas niemals kaufen. Irgendwie, einerseits. Oha! Junge, man kann das so knicken. Alter, das geht einfach nicht kaputt. Ja, ja. Wenn man das so zusammenknickt, dann, guck mal, dann steht es hier als normales Handy. Junge. Und dann kann man das wieder so knicken. Oder so. What a time to be alive, ey. Ja, ja. Also ich weiß zwar nicht, was ist der Sinn davon, dass man so ein iPad hat in der Hosentasche. Weil ich sagen muss, der Stiefvater von meiner Freundin, kleine Real-Life-Story, dem habe ich auch so ein Handy geschenkt, weil ich noch zu Hause hatte, LG, mit so zwei Displays auch so zum Falten. Boah. Und der feiert das zum Beispiel übelst. Okay. Weil der guckt dann immer auf der einen Seite YouTube-Videos und auf der anderen Seite kann er irgendwie so im Internet chillen oder so. Ja, okay. Ey, das finde ich heftig, das Handy, bin ich ehrlich. Das ist krass. Ich glaube, da habe ich einen richtig guten Pull gehabt. Dann... Zeig mal deinen HomePod. Boah, bestimmt ein geiler Lautsprecher. Ich liebe, also Apple hat auch wirklich immer ein wildes Design. Safe. Wenn man das Ding im Wohnzimmer stehen hat, es sieht nicht so. Es sieht gut true. Aus. Das ist wie so ein Deko-Objekt, ne? Alter. Auch so aus Stoff. Junge. Voll schön gemacht. Nice, da oben ist noch so eine Lasche sogar zum Ich muss abziehen. Auch mal echt wieder öfter in den Apple Store steppen. Was? Ich wusste, ich kenne die ganzen Produkte nicht. Ja, ja. Ich kenne das nicht. Das habe ich auch erst einmal gesehen. Ich glaube, das ist sowas wie Alexa so ein bisschen auch. Kann ich hier abziehen? Ja, kommt sie mal ab. Oh. Boah, Junge. Schön noch mit so lauter und auf Klavierlack angelehnt. Hier unten auch. Oh, Junge. Apple-Logo auch noch rein. Sehr, gestanzt. Sehr krank, ja. Sehr, sehr cleanes Ding. Alter, ich habe hier was richtig Fettes gerade drin. Hä? Junge, oh mein Gott. Hey Leute, was ist das? Junge. Oh. Okay, bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, go! Oh. Junge, was? Der Nein, das iPhone. Ist ein iPhone! Ich hab ein iPhone, Leute. Was? Oh mein Gott. Alter. Strong, welches ist das? Oh mein Gott. iPhone 4, das ist sogar ein 14er. Ich hab nur ein 13er. Oha, Digga. Bro. Okay, warte mal kurz. Also, ich hab hier so eine... Digga, was ist das überhaupt? Das ist einfach eine Mikrowelle. Eine Samsung-Mikrowelle? Die habe ich auch zu Hause. Hä, genau die? Ja, die ist voll gut, da kannst du so auftauen und sowas. Die habe ich zu Hause. Genau. Lol, die. Was? Ja, Oha. Das ist eine gute Mikrowelle. Samsung also keine Apple-Mikrowelle zu Hause? Nee, leider nicht, kommt noch. Okay, komm, dann würde ich sagen, Leute, ich packe mal ganz schnell aus und gucken uns die mal an. Bruder. Oh. Alter, sogar. Oh mein Gott. Sogar in meiner Lieblingsfarbe. Alter, das ist sogar dieselbe, ne? Ja. Krass, Alter. Einfach iPhone 14 in Babyblau. Das ist geil. Wilder Flex, das sehr, sehr wilder Flex. Boah, ich zieh die Folie ab, okay? Ja. Oh, Junge. Oh, ja. Uff. Digga, das ist stark. Das ist krass, Mann. Sehr, sehr stark. Steht da der Preis noch hinten drauf? Nee, leider nicht. Was kostet so ein Apple iPhone 14? Boah, ich glaube, ein iPhone 14 kostet 1.300, 1.400, oder? Krass. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe keine Ahnung. Junge, was ist das denn? Ich öffne das und krieg erstmal nur so einen Mikrowellenteller. Öffne die Augen und beginne den Tag. Natürlich mit einer Runde Battle Royale. Okay, Leute. Ja, schöner Mikrowelle. Ja, kennt man. Kennt man. Ich leg das mal hier hin. Junge, als ob ich hier einfach eine Samsung-Mikrowelle ziehe. Eine Mikrowelle. Warum geht das nicht hier? Ja, die Mikrowelle, kannst du die bitte so zu deinem Maskottchen machen in deinen Videos immer? Dass sie so im Hintergrund steht? Stimmt eigentlich. Oh! Maschine. Junge, ist die schwer, Alter. Warte, zieh mal ab hier die Folie, bitte. Oh, es ist genau die du hast. Ey, das ist Real Rap, genau die ich zu Hause habe. Lol. Okay, ja, nice. Dann habe ich jetzt eine neue Mikrowelle. Okay, weiter geht's. Ich habe auf jeden Fall... Oh,
Alter, das ist auch. Ich hab was Krasses. Ich hab was sehr, sehr Krasses. Ja, ich auch. 3, 2, 1. Let's go, Junge! Ich hab das Apple was? Max. Apple Max. Mein neues Apple-Produkt. Nee, AirPods Max. AirPods für Max. Ja. Nee, aber. Alter, Junge, diesen Geisteskrank. Die habe ich noch nie probiert. Ich habe die Dinger. Echt? Ich habe schon viel davon gehört, aber nie probiert, Leute. Mhm. Komm, warte, ich zeig mal, wenn du es auspackst, dann probierst du die mal an, oder? Ja, mache ich auf jeden Fall mal. Ja. So. Okay, jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung dann. Boah, Junge. Oh, schön, sehr, sehr schön. Alter, mit so einer Ledertasche. Ey, das Case, wirklich wild, Leute. Ja, ja. Alter. Ey, krass mit clean. So Aluminium, ne, so? Sehr, sehr clean. Also ich glaube, die lassen sich auch voll nice biegen, so. Die ja. Passen sich an jeden Kopf an. Das ist heftig. Boah. Alter. Ey. Ey, sieht aus wie so ein Premium-Jet-Pilot oder so. Digga. Die haben auch diese Geräuschunterdrückung. Ich merke das gerade. Ah, krass. Die haben dieses Noise-Canceling. Ja. Glaube ich im Flieger sehr nice, um zum, wenn man schlafen will. Geile Dinger. Feier ich. Aber 800 Euro kostet der Spaß. Ich glaube, ja. Das ist natürlich schon saftig. Wir gucken mal, was hinten drauf ist, Leute. Ich glaube nicht. Gut, dann müssen wir Lukas vertrauen mit der Aussage. Ja, also ihr seht es eh eingeblendet, Leute. Mein Cutter guckt das alles nach und blendet es ein. Ey, ich glaube, du bist... Also ich weiß nicht, wie teuer die Mikrowelle ist. Ich glaube, du bist vorne. Also, ja, wenn man es mal so grob überfliegt, hier knapp ein Tausender, iPhone irgendwas 1000. Ja, ja. Das iPad ein Tausender. Also Apple ist halt... Egal, das ist krank. Apple ist sehr, sehr saftig, Leute. Aber geil, geile Sache. Gucken wir nochmal ganz schnell nach. Das ist quasi das Galaxy Tab, also so ein bisschen das iPad bei Samsung, denke ich jetzt mal. Und, oha, einmal so ein Samsung, so eine Tüte wieder so ein bisschen. Ah, auch so Verpackung ähnlich, ne? Mhm, okay. Ja. Aber das ist schon echt so auf Apple angelehnt, muss so man ein bisschen, echt sagen. Ja. Aber Leute, no hate natürlich, ne? Also, aber diese... Ja, ich finde, beide Marken sind ja so etabliert, haben auch voll ihre Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel auch wenn ich Apple-Fan bin, ich habe zu Hause einen Samsung-Fernseher, so weißt du, das ist ja... Ja, auch so hier nice mit Aluminium. Nur die Form ist ein bisschen weird, das ist so quer, ne? Zum Zocken. Ja, ist doch geil. Also feiere ich. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob das 200 kostet oder 1000. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch einige Sachen. Ich habe bei mir noch 4 Sachen drin. Okay, ich habe 5. Uff. Dann hole ich mal 2 jetzt raus. Dann hol jetzt 2. Und let's go! Was? Ich habe ein Apple TV. 4K. Crazy. Alter. Oh, Leute, ich habe hier so ein. Ah, so eine Hülle für dieses faltbare Handy. Ah, okay. Wahrscheinlich ist die Hülle dann auch faltbar. Und halt noch so ein Stromadapter. Perfekt. Habe ich auf jeden Fall gebraucht von Samsung. Dann. So. Boah, ich habe was richtig Fettes noch, Junge, für gleich. Okay, das ist okay. Krass. Okay, 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Was? Ich habe einen HomePod Mini. Also den großen Bruder hatte ich vorhin gehabt, Leute. Und das geil. Hier, das hier der kleine. Ich habe einen super fast Wireless Charger. Okay, cool. Mhm, also wahrscheinlich auch so ähnlich wie diese Hülle so ein bisschen mit dem Verbindungsstück. Lol. Einfach wie so ein kleiner Schneeball. Weiter geht's. Ich habe jetzt noch... Alter, ich habe noch 2 Sachen drin. Also Leute, ich hoffe auf jeden Fall vor allem, dass die letzte Sache gleich bei mir nochmal das Geld richtig rausreißt. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Oh. Ein Kabel. Ein Ladekabel. Ich habe, was ist das? 870 Evo. Solids. Ach, eine Festplatte. Evo. Das ist eine Festplatte, was du hast. Ah, stimmt. Hier, 1 Terabyte. 1 Terabyte Samsung Festplatte. Okay. Und ich habe ein Ladekabel. Auf entspannt. Müssen wir aber, glaube ich, nicht auspacken. Nee. Sagen. Die letzte Sache, Leute, ist... So groß wie das ganze Paket nochmal. Was? Ja, ja. Was? Okay, 3. Warte so kurz, ich muss die erstmal mich hinstellen. Junge! 3, oh mein Gott! 2, 1, let's go! Was? Was? Das ist einfach so ein Stromadapter. Ich hab einfach nur einen Stromadapter nochmal, Leute. Was ist das denn? Oh, was ist Junge, hier? Ist das ein Fernseher oder was? Hä? Samsung Odyssey. Odyssey? Okay. Ey, WTF, was ist das denn? Oh. Junge. Fernseher ist ja eigentlich ein bisschen größer, ne? Also das wäre halt ein kleinerer Fernseher. Okay. Oder ein Monitor. Ah, das kann sein. Ein Monitor. Okay, Leute, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Was ist es? Let's Bruder. Go. Let's Junge. Go. Zeig. Lol. Erstmal so Styropor. Was? Ach, lol. Das ist so ein Curved Monitor, Bro. Oh. Nein, oder? Krass. Hast du schon mal sowas benutzt, einen Curved Monitor? Nee, du? Ich auch nicht. Also es gab auch mal so gebogene Handys. Das war nicht was? So meine Wave. Ich hab mal gebogene Handys. Ja. Sind in der Alter, so. Guck dir das mal an, das Ding.
Junge. Ja, also das ist schon ein fettes Gerät so, ne? Ist schon riesig, ne? Und ich glaube, wenn man jetzt vielleicht überlegt, sich zwei Monitore zu holen und sich vielleicht denkt, okay, ist ein bisschen knapp vom Platz, dann vielleicht einen Curve-Monitor lieber. Ja, aber krass. Heftig. Sowas kostet bestimmt auch viel, oder? Ich würde jetzt mal vielleicht 400-500 Euro schätzen. Bestimmt, ne? Krass. Geisteskrank. Also Leute, ich muss wirklich sagen, ich fand beide Boxen krass. Ich weiß nicht, wer jetzt auf jeden Fall gewonnen hat, wer die wertvolleren Sachen hatte, aber es war auf jeden Fall krank, das Video. Sehr, sehr heftig. Ganz, ganz fetten Like auf jeden Fall mal da, ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Check Max ab. Bis dann. Ciao. Mach's gut, Leute. Ciao.